das, was wir bislang alles gesehen haben, von Weite über Götter der Pest und wie sie alle hießen, wir sind ja schon über die Hälfte der Retrospektive hinaus. Und das ist mal, den habe ich auch mit ausgewählt, um mal zu zeigen, dass der Harvey auch was anderes kann, als nur... Und hättest du gern sowas weitergemacht? Also, na also, hast mich doch gleich. Kannst ja sogar eine Rolle vorwärts. Davon habe ich auch noch ein böses Andenken mitbekommen. Oh. Weil dieser Idiot von einem Pyrotechniker, der leider notwendig ist, um eine Maschinengarbe neben mir hochzuschießen, der hat den Einfallswinkel falsch berechnet. Und das lernt man schon in der Physik, Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Und da ist mir so eine Patrone ins Auge geflogen. Und daraufhin wurde ich 14 Tage ins Krankenhaus gebracht. Der Film ist ein bisschen umgeschrieben, das merkt man am Schluss. Und Gott sei Dank ist nichts Schlimmes passiert, außer dass ich 14 Tage lang jeden Morgen von einem Krankenpfleger, ich hatte beide Augen zu, der sagte Buongiorno und schmiss mir irgendeine Salbe rein und dann wieder zu und dann war dann 14 Tage die ganze Beschäftigung und dann hat mich eigentlich nur eine Krankenschwester gerettet, die in Mainz ihr Praktikum gemacht hat und die hat mir dann den schönsten, was ist das, Wiesbaden oder Hessisch? Ja, jedenfalls irgend so ein Mischmasch aus deutschem Dialekt erklärt, dass ich doch nicht blind bin und dass das alles. Aber es gab noch mal so einen ähnlichen Film, glaube ich, ne? Der spielt auch in Rom. Der heißt Lingorgo, der Stau. Ach nee, das war schon was anderes. Das ist ja schon was anderes, da werde ich erschossen, mal wieder. Und aber auf dem Plakat steht der Cello Mastroianni hinter mir. Das war so geil. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wer jetzt noch Fragen hat, bitte, jetzt ist die Gelegenheit. Wer sich nicht traut, dann draußen. So machen wir es meistens immer.